An Fräulein Maria kommt in Jever niemand vorbei, obwohl sie vor mehr als 400 Jahren starb oder, wie man in Jever sagt, seit 1575 nicht mehr gesehen wurde, ist Maria allgegenwärtig. Eine Straße, ein Denkmal, ein Gymnasium und eine Kirchenglocke tragen ihren Namen. Sie war es, die Jever am ersten Mittwoch im Fasten, dem Aschermittwoch, 1536 die Stadtrechte verlieh. Maria von Jever, so ihr offizieller Name, regierte die Stadt und die dazugehörigen Ländereien so geschickt, dass sich Jever bis heute Marienstadt nennt. Maria von Jever im Jeverland als Fräulein Maria oder Fräuchen bekannt, geboren am 5. September 1500 in Jever und am 20. Februar 1575, auch dort verstorben, war die letzte Regentin der Herrschaft Jever aus dem Häuptlingsgeschlecht der Wienken. Die für eine Frau ungewöhnliche Rolle der Regentin fällt Maria als Tochter des letzten Häuptlings der Friesen, Etto Wienken des Jüngeren, zu. Sie wird 1500 geboren, ihre Eltern sterben früh und als auch ihr Bruder ums Leben kommt, steht Maria als Nachfolgerin fest. Allerdings ist sie noch zu jung, um die Regentschaft zu übernehmen. Ihre Vormünder einigen sich mit Graf Edzard von Ostfriesland auf einen Heiratsvertrag, der ihm die Schutzherrschaft über das Jeverland sichert. Die Ostfriesen halten ihr Versprechen aber nicht. Sie besetzen Burg Jever. Der ostfriesische Drost Boing von Oldersum kommt Maria zu Hilfe und vertreibt die Eindringlinge. Er gilt später als Marias Geliebter. Entgegen der Gepflogenheiten heiratet Maria keinen Grafensohn, sondern regiert das Land mit eisernem Willen und Geschick selbst. Sie erweitert ihr Herrschaftsgebiet, lässt Deiche bauen, fördert den Handel und gestaltet die Festung Jever zu einem Renaissance-Schloss um. Um 1564 schafft sie in der Stadtkirche ein Denkmal für ihren Vater Edo. Das imposante Grabmal im niederländischen Renaissance-Stil ist bis heute erhalten und gilt als das bedeutendste Kunstwerk Jevers.
Der Marienturm in Sande, Sagen umwoben und ein Wahrzeichen Frieslands. Wir haben erstmal Pech und es regnet. Doch nach einem kurzen, heftigen Schauer kommt die Sonne wieder durch. Was ist der Marienturm im friesischen Sande? Er ist der einzig erhaltene Rest eines ehemaligen Sommerschlosses. Erbaut wurde das Schloss von dem sagenumwobenen Fräulein Maria zu Jever. Neben einem Museum beherbergt heute das Gelände das eigenwillige Café Marienstübchen. Das wird vom Heimatverein unterhalten und betrieben.
Hier gibt es nicht nur leckeren Käsekuchen und Tee oder Kaffee, sondern auch eine ganze Reihe freilaufender Hühner alter Rassen. Das mag etwas gewöhnungsbedürftig sein, denn die Viecher können ganz schön aufdringlich sein und betteln um Futter. Aber wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, dann ist es die reinste richtige Landidylle. Und es handelt sich, wie gesagt, um alte Hühnerrassen, die man sonst wo kaum noch sieht. Also allein von daher ein wirkliches, echtes Erlebnis. Und wer kann es den Tieren schon verdenken, dass sie beim Kuchen auf gerechtes Teilen pochen? Das Museum Küsteum, das im benachbarten Gulfhof untergebracht ist, beinhaltet eine regional bedeutsame Küstenschutzausstellung zum Thema Deichbau und Küstenentwicklung. Nee, danke. Ich bin ganz ohne. Ich bin seit 7 Jahren. Null.